10 Wochen harter Vorbereitung liegen hinter Box-Championess Elina Tissen und ihrem Trainer und Manager Mikey Hund. Und kommenden Samstag ist es dann soweit. Hier in der Stadtwerke Arena Münster findet die zweite Münster-Boxnacht statt. Höhepunkt ist der WM-Kampf von Elina Tissen gegen Juliette Winter um den GBU- und GBC-Gürtel. Beide Titel will die 24-jährige dreifache Weltmeisterin aus Warendorf gegen die 12 Jahre ältere Engländerin verteidigen und sich zudem den Interimstitel der WIBF im Federgewicht sichern. Nach der Absage ihres Kampfes im Januar 2010 freut sich das Team von Elin Boxen diesmal ganz besonders auf das Publikum in Münster. Ich möchte natürlich das nochmal den Kampf nochmal da machen, um mich da nochmal zu zeigen und natürlich wie so ein kleines Versprechen, dass ich nochmal wiederkomme. Wir wollen, wie gesagt, unser Versprechen einlösen in Münster, wollen eine gute Show bieten und ich garantiere, dass Elina da einen brillanten Kampf hinlegen wird. Los geht es am Samstagabend in der Stadtwerke Arena ab 19 Uhr mit zunächst 7 Vorkämpfen, bevor dann die Boxerin des Jahres 2010 ihren 14. Profikampf bestreitet.